Tür des Gartens hingestellt und hat gesagt, heute bin ich der Türsteher. Heute bin ich Security. Von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht, dass jemand jetzt meine Worte umdreht. Ich vergleiche nicht die dreckigen Türsteher von Diskotheken mit diesem Sahabi hier, mit diesem ehrenhaften Sahabi. Das ist nur ein Beispiel für uns, was das für ein Unterschied ist. Jemand, der vor der Tür steht, wa'iyadu billah, wo Shayatin rein und raus gehen und wo die Shayatin da rumhüpfen, und einer, der vor der die Tür für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macht. Ein großer Unterschied. Wie gesagt, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu hat sich vor die Tür hingestellt und hat gesagt, heute mache ich die Tür. Er stand dann eine Weile und dann kam einer und hat geklopft und hat um Eintritt gebeten oder wollte reingehen. Und dann sagte Abu Musa al-Rifliq, warte, wer bist du? Er sagte Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda. Abu Musa al-Ash'ari ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, Abu Bakr bittet um Einlass, soll ich ihn reinlassen? Er sagte, ja, lass ihn rein und sagt ihm herzlichen Glückwunsch oder frohe Botschaft mit dem Paradies. Allahu Akbar. Wallahi, liebe Geschwister, wenn man manchmal diese Wörter sozusagen auf sich sozusagen wirken lässt, steht euch vor, du gehst auf deinen beiden Füßen auf dieser Welt und zu dir wird gesprochen, du wirst inshallah von dem Paradies bewohnen. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gewinn? Al-Muhim, Abu Musa ging zu Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda und sagte, du darfst rein, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil Jannah. Er gibt dir die Botschaft mit dem Paradies. Abu Bakr radiallahu anhu ging rein, setzte sich zu der rechten Seite von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und legte seine Füße genauso wie sein Prophet und sein Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam ins Wasser. Dann stellte sich Abu Musa al-Ash'ari wieder an der Tür und wieder kam jemand. Nein. Und er sagte, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala Gutes will, und er meinte seinen Bruder, wenn Allah was Gutes mit meinem Bruder will, lässt er ihn jetzt hier auch hier hinkommen. Er hat sich sozusagen gewünscht, dass sein Bruder kommt, damit ihn auch die Botschaft gemacht wird mit dem Paradies. Währenddessen kam jemand, der auch reinkommen wollte. Er sagte, ala rifik, warte, wer bist du? Er sagte, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, arba. Er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulallah, Umar bittet um Allah. Er sagte, lass ihn rein und sag ihm frohe Botschaft in Jannah. Er ging zu ihm hin und sagte, du darfst rein und der Rasul sallallahu alaihi wasallam gibt dir die frohe Botschaft, dass du ins Paradies kommst. Und dann kommt er wieder zurück und sagte dasselbe. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala was Gutes mit meinem Bruder will, lässt er ihn kommen. Währenddessen kommt jemand und klopft wieder die Tür und will reinkommen. Er sagte, ala rislik, warte, wer bist du? Er sagte, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, arda. Er ging zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ja Rasulallah, Uthman bittet um Einlass, soll ich ihn reinlassen? Er sagte, lass ihn rein und sage ihm, Bushrak al-Jannah, aber du wirst eine Prüfung haben. Du wirst geprüft. Er ging dann zu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda und sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lässt dich rein und du hast das Paradies, die frohe Botschaft mit dem Paradies, aber du wirst eine Prüfung, du wirst geprüft, du wirst eine starke Prüfung bekommen. Was war die Antwort von Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? In einer Überlieferung sagte er, Nasbir, ich werde Geduld haben, oder wir werden geduldig sein. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, Allahu Musta'an, Allah ist unsere Schütze oder unsere Hilfe. Und dann kam Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda und saß gegenüber von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil rechts und links kein Platz war, und legte seine Füße genauso wie sein Prophet und seine zwei Brüder Abu Bakr und Umar radiallahu anhum ajma'in ins Wasser rein. Hier in diesem Hadith bekommt Uthman ibn Affan
die frohe Botschaft mit dem Paradies und das Versprechen für das Paradies. In einem anderen Hadith, der bei Bukhari überliefert wird, von Anas ibn Malik radiallahu anhu arda, bekommt er die frohe Botschaft, dass er den Märtyrer-Tod erringen wird. Den schönsten Tod. In diesem Hadith, wie ich sagte, der von Anas ibn Malik bei Bukhari überliefert wird, als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dieser Hadith ist bekannt, als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auf dem Berg von Uhud stand mit Abu Bakr radiallahu anhu arda wa Uthman wa Umar radiallahu anhu ajma'in, und dann bewegte sich der Berg, das Berg. Der Berg? Der Berg. Oder bebte. Dann sagte unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Usbut Uhud, halt still Uhud. Auf dich ist ein Prophet, ein Wahrhaftiger, ein Siddiq und zwei Märtyrer. Der Prophet ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Wahrhaftige ist Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wa arda, und die zwei Märtyrer sind Umar radiallahu anhu wa arda und Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat dies vorher gesagt, denn er hat die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, denn das, was er sagt, ist nicht aus seinem Kopf, sondern eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und Uthman, was Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda auch auszeichnet, ist seine Hilfe, die er der Umma geleistet hat. Immer wenn es geklemmt hat, oder immer wenn die Umma in einer schlechten oder in einer Notsituation war, war die Hilfe wer? Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Und dafür gebe ich ein paar Beispiele. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nach Medina ausgewandert ist und sein Staat da, seinen islamischen Staat mit seinen Gefährten gegründet hat, gab es in Medina keinen Trinkwasser, außer einem Brunnen, der in dem Besitz von einem Juden war. Und dieser Jude hat die Muslime sozusagen immer, yani, der hat ihnen geistig das Wasser gegeben. Und wenn er ihnen das Wasser gegeben hat, das war Trinkwasser, und diese Brunnen nannte sich Be'er Roma. Und dieses Trinkwasser, wenn er gegeben hat, dann sehr, sehr teuer. Und die armen Leute konnten sich das nicht leisten. Und dann kamen sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und haben gesagt, ja Rasulullah, so und so, das ist sehr, sehr schlecht für uns. Und wir leiden sehr, sehr, sehr stark darunter. Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Gefährten gesprochen. Und hat dieses Problem angesprochen. Und wer kam dann direkt zu Hilfe? Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda. Er ging dann direkt zu diesem Juden, der in dem Besitz von diesem Brunnen war, und hat mit ihm verhandelt, dass er ihm diesen Brunnen abkauft. Weil wie wir wissen, Uthman ibn Affan war einer der reichen Sahaba. Und das ist ein Beweis, was viele Brüder auch fragen oft, ob man arbeiten soll oder ob man sich lieber hinsetzen soll und lernen soll und so weiter und so fort. Reichtum ist nicht verkehrt im Islam. Sogar andersrum. Es ist wichtig, weil ohne Moos ist nichts los, sozusagen. Alles braucht Geld. Alles braucht Geld. Und ohne Geld hast du nichts. Deswegen, der Unterschied zwischen uns heute und den Gefährten damals ist, dass die Gefährten damals, Ridwanullahi alayhim, das Geld auf der Hand hatten. Und das Geld dafür genutzt haben, um bei Allah subhanahu wa ta'ala am Tag des jüngsten Gerichts da dann die Ersparnisse haben werden. Bei uns ist es andersrum. Das Herz ist nicht auf unseren Händen. Wir nehmen das Herz nicht, wir nehmen das Geld nicht, um sozusagen Yawm al-Qiyamah Hasanat zu haben, um es Yawm al-Qiyamah bei Allah subhanahu wa ta'ala zu finden, sondern das Geld und das Besitz sitzt sehr, sehr tief hier drinnen. Verriegelt. Ein paar Schichten hinter unserem Herzen.
oder ihn informiert.